Hallöchen, Freunde der Sonne, Peter Pistole hier mit einer neuen Folge von All the Mods 6. Tada! Ja, und wie ihr sehen könnt, war ich nicht untätig, während ich nicht gefilmt habe, sondern habe mich mal so rangewagt an bestimmte Sachen. Ist jetzt nicht viel, nämlich hier dieses Nether-Portal ein bisschen hübscher zu machen. Ich habe es ein bisschen größer gemacht und wie man vielleicht sehen kann, ja, falsche Taste gerückt, habe ich es ein bisschen dekoriert. Ja, ich habe hier Blackstone hingezimmert, so ein bisschen dekoriert mit Lava-Blöcken. Dann habe ich hier Netherbricks dazu gemacht. Und hier oben habe ich noch eine andere Mod mit einfließen lassen, nämlich Forbidden Arcanus, weil ich finde, das ergänzt sich ganz gut. Sieht ja irgendwie so ein bisschen nach dunklen Ritualen aus. Und habe dann so ein paar Kerzen, schwarze Kerzen, rote Kerzen mit dran gebracht. Es gibt sogar Obsidian Fences. Man muss halt zur Seite fliegen, um es zu sehen. Ja, die ergänzen sich hier ganz gut. Sieht fast aus, als würden die Kerzen dann schweben. Ist ziemlich cool, finde ich. Ich bin immer noch nicht so weit, dass ich... Oh, was ist denn da los? Hallo, ist hier eine Party oder was? Was ist denn bei euch? Hallo? Hallo? Oh, wie viele? Jo. Hallo, sterben. Jo. Hui. Ich bin immer noch nicht so weit, den Rattentempel, in Anführungsstrichen, hier aufzubauen. Da ist ja immer noch einer. Also mir ist aufgefallen, ich brauche da noch so ein paar Sachen. Wir können ja mal in unsere Kiste gucken, die wir fertig haben mit dem Zeug, das wir aus Redlantis gesammelt haben. Und das ist diese Kiste hier. Und wie man sehen kann, habe ich noch ein paar Steine abgebaut. Das ist ganz cool hier. Mossy Marble Cheese Bricks und Marble Cheese Pillar. Aber jetzt nicht unendliche Massen. Und ich denke, dass ich mir von dem Marbled Cheese, also von dem Stein, um den Rattentempel zu bauen, weil ich würde den gerne mit dem Redlantis-Zeug bauen, um das zu craften, brauchen wir Marbled Cheese. Wo ist er? Da, Marbled Cheese. Raw Marbled Cheese. Genau, brauchen wir Netherquarz, Easy und Käse. Käse habe ich auch schon vorbereitet. Also, ich gebe Käse ein. hier, da kann man sehen, ich habe ein paar Blöcke gemacht, habe die gesplittet sozusagen und habe mir einen Wolf gecraftet, um dann festzustellen, eigentlich wäre es ganz cool, wenn wir das quasi auto-craften können, beziehungsweise einfach uns herstellen können. Aber um das zu tun, brauchen wir Milchbuckets und Salz. Und um Milchbuckets zu craften, weil Salz ist jetzt nicht das Riesenproblem, das kann ich gleich zeigen, kann man auch craften, aber um Milch zu craften, in Anführungsstrichen, brauchen wir Cow-Essenz. Und das ist auch kein Problem mehr, weil ich war unterwegs und habe mit den Soul-Jars habe ein paar Kühe geschlachtet und habe jetzt den Cow-Seed. Aber ich habe keine Glotches mehr. Und da ich noch was anderes heute bauen will, nämlich das hier oben, also hübscher machen möchte sozusagen, bräuchte ich Treated Wood. Und also für die Glotches natürlich und für die Sachen, die ich vorhabe zu bauen. Und deswegen habe ich hier nochmal den Coke Oven hingestellt. Heißt der so? Ja, ne? Coke Oven. Und habe hier, kann es ja mal kurz zeigen, habe hier das Ganze schon automatisiert. Ein Exporter mit Kohle, damit hier immer Kohle reinkommt. Ein Importer mit Coal Coke, damit die Coal Coke immer auch mal rausgeht. Und hier habe ich einen Tank mit einem Quantum Entanglo Porter. Und mit diesem Entanglo Porter können wir, und das ist super praktisch, einfach in unsere Automationshütte. Und können wir das Ganze automatisieren. Ich zeige gleich, wie genau. Und zwar mit diesem schönen Gerät hier, mit dem Dissolution Chamber. Weil damit können wir ganz normales Holz in Treated Wood umwandeln. Und zwar mit der Flüssigkeit, die wir ja über unseren Quantum Entanglo Porter kriegen. Die können wir also drahtlos in unseren Keller pumpen. Und dann haben wir hoffentlich so viel Treated Wood, wie wir jemals gebrauchen können, müssen, haben, dürfen. Ihr wisst schon, was ich meine. Und dann würde ich gerne... Oh, es wird Nacht.
Schnellepisode. Würde ich gerne hier auf dem Hügel ein kleines Gebäude errichten, was so ein bisschen industrieller aussieht. Und für den aufmerksamen Zuschauer, der wird gesehen haben, mit welchen Blöcken. Nachtpistole, Morgenpistole, nämlich mit diesen Blöcken hier. Es gibt so quasi Advanced Bricks, so, ja. Also, ne, die aus ganz normalen Bricks bestehen und halt zusätzlich noch mit Bricks umrandet, beziehungsweise mit Nether Bricks. Die sehen dann so aus. Und dann gibt es noch welche, womit wir die Ecken schön machen können, die nämlich so Sandstone Stairs ausgerechnet haben im Crafting-Rezept. Dann können wir die machen. Dann würde ich gerne die Fenster, bestimmt ein paar Fenster einbauen, hier mit Concrete Tiles füllen und da wieder unsere beliebten Steel Framed Windows, die wir auch hier oben eingesetzt haben, überhaupt im ganzen Haus, die würde ich da einsetzen und das Dach höchstwahrscheinlich aus diesem Dark Shingle Roof machen. Alles aus der Mod Engineers Decor. Sehr, sehr schöne Mod, muss ich sagen. Und dann, wenn wir das nicht ganz zumachen, also ein bisschen flach lassen, das Dach mit diesen Blöcken hier, den Roof Blocks, damit wir dann wieder unsere Windkrafträder einfach oben aufs Dach stellen können. So zumindest ist der Plan. Und dann steht der Reaktor und hier dieser Mega-Furnace und der Coke-Oven dann einfach in dem Gebäude auf dem Hügel. Ja, das ist der Plan. Dafür brauchen wir erstmal dieses Gerät hier, Dissolution Chamber. Dafür fehlt uns noch ein Pity Machine Frame. Ah, das haben wir. Dann stellen wir uns den her. Sehr nice. Dann brauchen wir bestimmt noch Cable. Jawohl, das haben wir ein paar Kabel. Dann brauchen wir Pipes, damit die Flüssigkeit da reinkommt. Die nehmen wir auch mit. Achso, brauchen wir wirklich Pipes? Ja, brauchen wir natürlich. Dann brauchen wir einen Exporter für die Planks. Zack, davon craften wir uns einen. Und, na, komm schon. Da ist er. Oh, und wem es aufgefallen ist, ich habe mir die Experience Seed-Dinger, Droplets, genau, so heißen sie, habe ich mir gecraftet und habe jetzt hier 137 Level, die wir mal wieder in unseren kleinen Käfig schicken werden. Bums. 219 Level sind jetzt da drin. Uiuiuiui. Okay, dann können wir in den Keller. Oh ja, quietscht doch noch so ein bisschen rum. Ugh, anstrengend. Ich würde sagen, ich stelle das Ganze hier hin, weil hier haben wir immer noch den Slot frei. Dann machen wir doch hinten, brauchen wir einen Crafter, um das Rezept da zu machen? Wahrscheinlich schon, ne? Achso, dann sollte ich vielleicht hoch, einen Crafter. Ja, das sollten wir tun. Okay, dann lege ich doch auch gleich das Rezept an. So, wir machen Treated Wood. Das habe ich zum Glück hier, genau. Da ist das Rezept, perfekt. Dann kann er doch einfach so. Processing, genau. Jetzt hat er hier Jungle Planks drin, aber das ist ja, am Ende ist das ja völlig wurscht. Alternatives, ja, er gibt hier alle an, alles klar, gut, set, zack, wir haben das Rezept. Dann brauchen wir einen, was ist denn hier los? Ich höre da draußen jemanden. Da. What? Wo bist du? Da! Wo hat er sich denn hin verlaufen? Guten Morgen. So. Sehr lustig. So, dann müssten wir den Crafter schon haben. Crafter. Jupp, da ist er. Sehr nice. Was brauchen wir noch? Ah, wir brauchen noch einen. Ach, den habe ich ja schon. Genau, den habe ich mir wohlweislich schon in mein Inventar gelegt. Und dann können wir, glaube ich, hoffentlich gleich noch ein paar Garden Glotches craften. Hallo? So, jetzt bin ich im Keller. Oh, die Ratten. Ja, die brauchen wirklich ihr neues Zuhause, glaube ich. So, wir machen so. Perfekt. Hier kommt das Rezept rein. Auch gut. Wo ist der Stein? Ah, der wurde bestimmt aufgesammelt. Jawohl. Den machen wir wieder zurück an seinen Platz. Und jetzt muss noch die Flüssigkeit hier rein. Super. Wenn wir das hübsch machen wollen. Setze ich ihn vielleicht einfach, ja, einfach, damit wir es sehen. Das ist zwar nicht ganz so hübsch, wie es sein könnte. Ah nee, von unten geht nicht, weil da ja schon der Strom ist. Nee, dann ist es sowieso so ziemlich die einzige Möglichkeit,
dass es nicht total doof aussieht. So. Huch. Das ist aber doof. Warum? Moment. Nee. Wir müssen erst einstellen. Wir müssen erst hier Treated Stuff habe ich hier hingeschrieben als neue Adresse sozusagen. Fluids und hinten. Wo ist hinten? Back. Genau. Back muss ein Input sein. Richtig? Nee, Moment. Wir sind im Quantum... ein Output. Wir sind ja im Tanglo Porter. So, jetzt nochmal. Ah, jetzt funktioniert es auch. Sehr gut. Dann brauchen wir wieder unseren Configurator und können zweimal Shift rechtsklick. Wunderbar. So, aber warum kommt die Flüssigkeit da noch nicht an? Ich dachte, das müsste jetzt automatisch passieren. Das ist der Fluid-Input und der ist überall enabled. Sehr seltsam. Hä? Das verstehe ich aber nicht. Moment. Auto-Eject. Auto-Eject. On. Auch nicht. Warum nicht? Hä? Also, wir sind bei Fluids. Wir sind bei Output. Wir sind bei Auto-Eject on. Slurries? Was ist denn Slurries? Wir können es ja mal anmachen. So, Fluids ist an. Gas ist es nicht. Items ist es auch nicht. Moment, das ist ja oben. Es ist ja top. Genau, oh Gott. Oh, ich habe Denkfehler. Hier. So. Jetzt aber. Jawohl, es hat funktioniert. Puh. Oh, wenn es irgendjemand vor mir gemerkt hat, schreibt gerne in die Kommentare. Oh, du Nase, du hast es nicht gesehen. Ja, sehr gut. Dann können wir jetzt theoretisch da oben Treated Wood anfordern, würde ich mal denken. Wir gucken mal. Treated Wood. Wir nehmen das mal hier raus. Mein Stack. Oh nein, er will wirklich Jungle Plants. Nein! Okay, dann machen wir das nochmal raus, das Rezept. Das müsste ja hier irgendwo sein. Genau, sehr gut. Löschen das nochmal, das Ganze. Zack. Und legen es hier nochmal rein. Machen das nochmal weg. Und nehmen uns das jetzt hier einfach raus. Wir haben hier Treated Wood, perfekt. Zack, dann müssten wir irgendwo... Noch Oak, Plank, Oak. Ja, man könnte auch suchen, ne? Geht vielleicht schneller, so. Oak, Plank, Bums. Perfekt, ein neues Rezept angelegt. Und wo muss es hin? Dissolution Chamber. Da kommt's rein, perfekto. Treated. Stack. Oh, yes, es funktioniert. Tada. Sehr cool. Und jetzt müssten wir sehen, wie es da unten arbeitet. Oh, das wird wahrscheinlich eine Weile dauern, weil wir überhaupt keine Upgrades hier unten drin haben. Macht er gar nichts? Hä? Aber ich habe es doch angefordert. Ach so, Moment. Es geht nicht zurück ins System. Das geht natürlich nicht. Brauchen wir nicht noch einen Exporter? Warum macht er nichts? Moment, aber warum? Nein, er macht nichts. Warum? Doesn't accept item. Okay, aber warum nicht? Das ist ja merkwürdig. Na gut, ich fummel mal ein bisschen rum und hoffe, dass es dann funktioniert. Dann machen wir doch einen kleinen... So, jetzt funktioniert es. Allerdings habe ich hier unten jetzt einen Exporter angeschlossen. Weil irgendwie funktioniert es nicht über den Autocrafter, warum auch immer er das Item nicht akzeptiert. Und jetzt befürchte ich, dass er hier endlos Woodplanks reinballert. Auch wenn das, was wir autocraften wollten, schon längst produziert ist. Und das ist natürlich nicht so gut, weil dann haben wir eine ständige Versorgung von Treated Wood. Also eine dauerhafte. Und das ist ja ein bisschen viel. Also ich gehe mal gucken. Jetzt das, was ich im Auto-Crafting schon... Oh ja, das ist vorbei. Ah, das ist aber doof. Das funktioniert aber so nicht. Weil jetzt macht er einfach weiter.
Sprich, ich muss das Ganze nochmal abbauen, weil so funktioniert das Ganze eben nicht so, wie ich will. Ah, also wir haben auf jeden Fall Treated Wood machen können. Easy. Das Pattern sagt Inputs 64 O-Planks und Output, das ist ja falsch. Das ist ja komplett falsch. Warum? Da stimmt ja alles hinten und vorne nicht. Und es ist schon wieder Nacht. Was machen wir denn da? So, also. Das werden wir nochmal löschen. Zack. Das legen wir hier nochmal rein. Warum ist hier ein Stack? Und das verstehe ich ja gar nicht. Okay, wir machen das nochmal neu. Das ist Set, das ist 1. Das klicken wir an. Und dann machen wir auch einen draus. Set. So, jetzt ist ein Oak Plank mit einem Treated Wood. Und vielleicht klappt das ja jetzt mit dem Crafter. Da, hallo? Danke. Achso, das war gar nicht das Auto-Crafting-Rezept. Das war ein Oak Plank. So, jetzt, wenn wir jetzt Treated Wood nochmal anfordern, was haben wir denn dann? Sagen wir mal 10. Start. Ja, er sagt ja, aber macht das auch. Ja, es funktioniert. Es war nur, weil wir das Rezept falsch angelegt haben. Sehr cool. Ja, das freut mich doch. Dann können wir jetzt das mal alles hier wegpacken. Brauchen wir gerade nicht mehr. Und können uns mal ein paar Garden Glotches bestellen. Und zwar nicht hier, sondern hier. Einfach mal auf gut dünken. 10 Stück. Jawohl, er hat alles. Hier habe ich übrigens auch Auto-Crafting-Rezepte für angelegt, für den ganzen Kram natürlich. Und schon geht's los. Na, kommst du zurecht? Ja, er craftet fleißig die Resistive Heater. Sehr nice. Cool. Ja, guck mal, er ist auch schon fast fertig. Ja, wir haben Glotches. Sehr cool. So, ich glaube, den Configurator brauche ich gleich noch. Und dann schließen wir das Ding an. Ja, das ist jetzt natürlich nicht die spannendste Geschichte. Das habt ihr ja schon tausendmal gesehen, wie ich das gemacht habe. Eine Glotch anschließen und den Samen rein. Wir müssen den Output noch konfigurieren. Praktischerweise haben wir uns den hier gleich im Inventar belassen. Bom, bom. Und fertig ist der Lack. Unsere Q-Essenz ist auch am Start. Das heißt, wir können uns demnächst den Käse auto-craften. Und ja, haben dann genügend Materialien, um uns auch an den Rattentempel dort hinten zu wagen. Und wie ich gerade sehe, hat das jetzt alles ordentlich Zeit gekostet. Das heißt, ich komme noch nicht mal dazu, wirklich da oben das Häuschen zu bauen. Ich würde mich auch gerne noch um unser Interieur hier in dieser Wohnung kümmern. Hier hinten eine kleine Küche aufbauen. Und naja, vielleicht machen wir das jetzt noch. Dann wird die Folge unter Umständen, ein bisschen länger. Was haben wir denn da? Wir brauchen aber dafür genau das Cooking for Blockheads. Das wollte ich unbedingt, das wollte ich mir unbedingt mal craften. Dazu müssen wir ein Buch kochen. gucken wir mal schnell rein. Steht da was Interessantes drin? Select an item on the right to see the recipe. Und dann haben wir aber gar kein Item. Hier? Nee. Hä? Verstehe ich nicht. Okay, aber wir brauchen die zum Craften. Cooking? Ja, also, wir haben Ofen, Cooking Table, okay, und dafür brauchen wir schon Cooking for Blockheads. Uiuiuiui, das ist aber teuer. Naja, das craften wir uns doch. Zack. So, jetzt fehlt das, jetzt haben wir das. Wir sollten mal ein paar mehr Bücher craften, glaube ich, weil kann es sein, dass wir dafür... Nein, das brauchen wir nicht. Wir brauchen... Oven braucht unbedingt Black Stained Glass. Interessant. Interessant. Okay, dann machen wir doch mal Black. Dann machen wir einen Ofen. Jawohl. Wir brauchen uns eine Sink. Warum nicht? Tool Racks müssen wir mal gucken, weil das ist ja eine freistehende Küche. Ein Kitchen Counter. Genau, super. Kitchen Counter. Vielleicht mehrere. Mal gucken. Corner auf jeden Fall. Minimum vielleicht 4? Weiß ich noch nicht. Cabinet? Nee, das sind Teile zum Aufhängen. Hanging Kitchen Counter? Nee, das heißt, wir brauchen hier noch mehr von denen. Und können uns keine mehr craften. Ach na, dann probieren wir doch einfach mal ein bisschen
bisschen rum mit den Blöcken, die wir jetzt haben. Und zwar mit den Corners. Ich weiß noch nicht genau, vielleicht von hier bis hier, dann ist die Küche doch sehr groß. Aber wir wollen vielleicht, naja, wir können ja mal die Ecke hier hinstellen und hier vielleicht einen Eingang reinlassen. Dann wäre, können wir den Block auch drehen? Vielleicht mit einem Engineered Hammer? Das könnte ja funktionieren. Nee, offensichtlich nicht. Mit dem Configurator? Auch nicht. Können wir den drehen? Nein, können wir nicht. Okay, dann bauen wir es wieder ab. Zack, vielleicht müssen wir einfach anders stehen, um das Ganze aufzubauen. So vielleicht? Er dreht es immer in die gleiche Ecke? Ungünstig. Wir nehmen uns mal noch diese Kitchen Tables. Sind die dann so rum? Ah, das sieht ja doof aus. Ich würde sie, glaube ich, gerne genau andersrum haben. Also hier würde ich einen gerne hinhaben und jetzt verstehe ich. Natürlich, das würde normalerweise an der Wand stehen. Und deswegen sieht es jetzt so aus. Also für eine freistehende Küche natürlich nicht das Optimalste so an Optik. Wenn wir so einsetzen, verbindet er sich dann? Okay, das finde ich aber ganz cool. Das funktioniert. Und wenn ich jetzt die Ecke hier dran setze, yes, es hat funktioniert. Okay, es verbindet sich miteinander. Sehr cool. Ja, das ist doch perfekt. Dann müssen wir aber vielleicht noch einen mehr dazwischen setzen. Vielleicht setzen wir ja hier den Cooking Table dazwischen. Dass der da so ist. Das sieht doch schon mal nice aus. Die Ecke hier hin. Und dann... Jawohl, das ist cool. Yay. Okay, wir brauchen noch mehr von den Blöcken. Schnell zurückgeflitzt. So, was brauchen wir denn dafür nochmal? Cooking... Nein, nur mit einem C. Cooking for Blockheads. Wir brauchen Kitchen Counter. Okay. Wir brauchen Chests. Chests, bitte. Das hasse ich, dass es so viele Chests gibt, dass man das nicht vernünftig craften kann. Oak Chests natürlich. Ganz normale Oak Chests. Okay, gleich mal richtig viele. Einen halben Stack, das dürfte reichen. Und dann gucken wir wieder nach den Kitchen Countern. Sehr nice. Okay, davon brauchen wir jetzt viele. Also ich nehme jetzt mal die. Wir brauchen noch mal zwei Ecken. Das passt soweit. Was das hier alles für... das ist Boden. Nee, Boden. Und was ist das? Ice Unit, Heating Unit. Also gibt es sowas wie ein Fridge. Oh, ein Fridge. Cool. Auf jeden Fall ein Kühlschrank. Kriege ich auch zwei? Da brauchen wir noch eine Eisentür. Vielleicht können wir die übereinander setzen. Mal probieren. Dann würde ich hier vielleicht sogar ausnahmsweise für den Kühlschrank hier einen Doppelblock setzen. Ja, er verbindet sich sogar miteinander. Cool. Okay, sehr nice. Oder hier die Spüle hin. Ja, hier die Spüle hin. Also sprich die Sink. Die Sink kommt hier hin. Das sieht nice aus. So, wie breit haben wir es denn jetzt gemacht? Okay, das heißt, hier noch ein. Noch ein. Das ist aber riesig. Eine riesige Küche. Warum verbindet sich das nicht? Nein. Ich will aber, dass es sich verbindet. wir machen hier den Eingang. Wir lassen es einfach hier so stehen. Aber die Ecke. Wir machen den Eingang hier. Aber dafür brauchen wir trotzdem eine Verbindung. Wir machen mal so. Hoffen, dass sich das schon wieder nicht verbindet. Sehr seltsam. Nochmal die Ecke platzieren. Nein, er macht es einfach nicht. Vielleicht bin ich auch zu doof, aber... Warum hat es sich da verbunden und jetzt verbindet sich es nicht mehr? Jetzt! Okay. Dann so. Dann vielleicht so. Yes! Haha! Sehr cool! Wir haben ja noch was. Den Ofen. Der Ofen muss noch irgendwo hin.
Oh, also direkt am Eingang ist nicht so gut, ne? Hier haben wir... Eigentlich muss der Ofen hier hin. Aber sieht das aus, wenn wir dann von hier gucken? Ist ja schöner, wenn wir so eine klarere Front haben. Dann machen wir den Ofen... Nee, wir machen hier die Sink hin. Wir machen hier das hin. Und den Ofen direkt daneben. Genau. Ja. Und die Sink machen wir hier hin. Und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Perfekt, wir haben eine Küche. Sehr cool. Können wir den Kühlschrank aufmachen? Können wir tatsächlich. Das ist ja ein Inventar. Wie cool ist das denn? Und wie er aussieht. Nice. Oh, und hier kann man auch... Ah, den kann man wirklich nutzen. Oh, das ist Geräusch. Cool. Ach, das ist ja cool. Und hier kann man die Rezepte... nice. Es bringt uns also sogar was. Wir könnten anfangen, richtig zu kochen. Und dekorieren natürlich, aber nicht mehr in dieser Folge. Denn die ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu lang geworden. Ich würde mich sehr, 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 sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, wenn euch die Folge gefallen hat. Oder auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, weil das würde mir auch sehr, 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 sehr helfen und mir auch sehr gut gefallen. Ich verabschiede mich für diese Folge und bleibt mir gewogen. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein, wenn Peter sich total freut, wieder All the Mods spielen zu können. Bis dann. Tschüss.